meiner Toilette habe ich schon schmackhaftere Dinge gesehen. Das ist ein Gefängnis. Was hast du erwartet? Man überlebt... Brady, schön, dich unversehrt zu sehen. Jetzt können wir Simpson verfolgen. Gehen wir mal den Plan durch. Na, scheiß auf den Plan. Wir wollen die Norks bekämpfen. Also legen wir endlich los. Hast du vergessen, wer hier das Sagen hat, Small? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich wollte nur... Okay, wie sieht der Plan aus? Wir werden die Tunnel nehmen, die uns Mickey gezeigt hat, um zur City Hall zu kommen. Small, du und dein Team machen sich zum Dach auf. Schaltet die Norg-Wachen aus und macht einen Weg zu Simpson frei. Überlass das uns, Parrish. Wir warten schon eine Ewigkeit auf diese Gelegenheit. Parrish und ich werden in den Überwachungsraum einbrechen und das Gebäude abriegeln. Das gibt uns genug Zeit, um uns Simpson vorzuknöpfen und zu verschwinden. Kommen wir nun zu dir, Brady. Du wirst das Gebäude gegenüber der City Hall infiltrieren. Wenn du drin bist, schaltest du die Hauptantenne ein. Dann können wir unser Gespräch mit Simpson in ganz Philly ausstrahlen. Endlich in den Arsch treten? Ruhig, Small. Das stehen wir gemeinsam durch. Wenn wir scheitern, war's das mit dem Widerstand. Wir werden aber nicht scheitern. Das wird hier niemand zulassen. Wir legen los, sobald du bereit bist, Brady. Stell sicher, dass du alles Nötige hast. Das ist es, Brady. Ich hoffe, ihr seid bereit. Okay, reißt euch mal alle zusammen. Das Spiel beginnt. Ja! Lasst uns ein paar Norks verprügeln. Brady, wir sind drin. Parrish und ich machen uns zum Sicherheitsbüro auf. Small und sein Team sind in Position. Steig aufs Dach und finde die Fernsehantenne. Wir müssen das Signal kompromittieren, bevor wir zu Simpson gehen. Wir sind bei dir, Brady. Wir sorgen dafür, dass du in einem Stück auf das Dach der Fernsehstation kommst. Unser Lieferwagen hat Nachschub dabei, falls du was brauchst. Beeil dich und bring den Aufzug zum Laufen. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich bin fast da. Nur noch einen Augenblick. Verstanden. Okay, ich gehe voraus und suche einen Weg, mich auf das Dach der Fernsehstation zu bringen. Kommt schon, Leute. Wann können wir das Feuerwerk starten? Es ist ruhig hier oben. Ich will etwas in die Luft sprengen! Halt den Mund, Small. Wir können nichts tun, bis Brady die Antenne gesichert hat. Bau keine Scheiße. Glaubst du, dass Smalls Team für uns bereit sein wird? Machst du Witze? Small brennt schon lange darauf, der KVA und Simpson einen Schlag zu versetzen. Ist zwischen den beiden was vorgefallen? Glaub nicht, dass wir das wissen wollen. Scheiße. Gerade in die Hose, weil so nah an ihrem Hauptquartier gekämpft wird. Zur Hölle sollen wir da raufkommen? Schon erledigt. Ich konnte die Steuerung der Fensterputzerplattform hacken. Nur noch einen Augenblick.
ist nicht mal für nur das Genie. Back auf die Plattform, Brady. Mit ihr kommen wir auf das Dach der Fernsehstation. Bleibt ruhig und geduckt. Lass uns das schnell erledigen. Mir gefällt es hier oben nicht. Wir sind hier ungeschützt. Das ist sie, Brady, die Hauptfernsehantenne. Finde einen Weg, die Kontrolle über sie zu übernehmen, damit die Norks unsere Übertragung nicht unterbrechen können. Das sind eine Menge Friedenswächter. Sieht so aus, als würden die Norks kein Risiko eingehen wollen. Von hier aus können wir die Deckung geben, Brady. Versuch nur möglichst leise vorzugehen. Signal sicher. Gute Arbeit, Brady. Okay, jetzt zu Simpson. Wir werden eine Abriegelung einleiten, damit er keine Verstärkung bekommt. Du gehst mit Smalls Team aufs Dach, damit Simpson nicht entkommen kann. Aus. Sichere das Dach. Sieht so aus, als hätte sich Simpson gerade in die Hosen geschissen. Aber er rührt sich nicht vom Fleck. Er glaubt wohl, dass er dort sicher ist. Funktionieren. Brady, die Tür ist offen.
Halte das Dach. Wir brauchen einen Fluchtweg, wenn die Sache erledigt ist. Ja, klar, kein Problem. Wir können das den ganzen Tag machen. Zumindest jene von uns, die noch am Leben sind. Erstattet Bericht. Was geht da draußen vor sich? Antwortet mir, hallo? Jemand soll mir antworten, verdammt. Scheiße! Wir sind fast beim Büro. Hier. Los! Simpson, du Stück Scheiße! Rainer! Rainer nicht! Einfach... Wegtreten! Bring ihn zu seinem Tisch. Nein, hör! Wartet! Hört mir einfach zu! Stopp mich! Rainer, genug jetzt! Bringt ihn zu seinem Schreibtisch. Hier, das sollst du lesen. Was passiert dann? Ich werde dich gehen lassen. Das verspreche ich. Brady, schalte die Kamera ein. Bürger von Philadelphia, es ist Zeit zurückzuschlagen. Wir müssen... Das will ich nicht lesen. Lies vor, du verdammter Betrüger! Das ist Wahnsinn, versteht ihr das nicht? Wenn ihr jetzt eine Revolution anfacht, werden sie alle Amerikaner dieser Stadt auslöschen. Egal, ob vom Widerstand oder nicht. Schwachsinn. Na ja? Boston, Pittsburgh. Wann habt ihr das letzte Mal was von dort gehört? Ich soll jemandem vertrauen, der seine eigenen Leute verraten hat? Gott verdammt! Ich hab niemanden verraten. Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Ich nutze meine Position, um zu tun, was ich kann. Hört zu. Wenn ihr friedlich von hier verschwindet und euch alle ergebt, dann schwöre ich, ich werde alles in meiner Macht tun, damit die Norks Gnade... Gnade? Scheiß auf Gnade! Meine Position, sie hören auf mich. Was weißt du schon von Gnade? Dana. Ich weiß genau, wie du deine Position einsetzt. Deine Jungs und du... Alles klar, Dana, alles klar. Nein, das... Ihr könnt Scheiß auf Gnade! Ihr braucht mich für... Damals konnte ich nirgends untertauchen. Jetzt. Dana. Jetzt. Dana, wir brauchen ihn. Könnt ihr es auch nicht. Verstanden? Dana, nein! Scheiße. Verdammt nochmal. Okay. Okay, hört mal. Ich bin nicht der große Redner, aber... Wisst ihr was? Jetzt ist auch nicht die Zeit der großen Worte oder der Gebete oder der Hoffnung. Es ist Zeit, etwas zu tun, jetzt oder nie. Ich weiß, ihr habt Angst. Walker ist weg, die Norks haben uns in die Ecke gedrängt und ihr alle wartet auf einen Befehl. Wartet auf einen Ausweg. Nun sage ich nur eins. Scheiß drauf! Wer gerettet werden will, soll sich selbst drum kümmern. Nehmt Verantwortung. Ihr wollt euer Land zurück? Nehmt es euch. Ihr wollt euer Leben zurück? Worauf wartet ihr noch? Nehmt eine Waffe in die Hand. Wenn ihr keine habt, einen Ziegel. Gibt es keine Ziegel, dann ballt eure Fäuste. Beißt die Zähne zusammen. Werdet wütend. Werdet verdammt nochmal wütend. Denn jetzt wird's ernst. Wenn ihr eine bessere Zukunft wollt, dann geht da raus. Und kämpft dafür! Wir haben keine Zeit mehr, wir müssen hier weg. Los, teilen wir uns auf und versammeln uns, wenn die Luft frei ist. Schaffen. Zusammen!
mehr Zeit. Hab die Kontrolle verloren. Direkt in die Höhle des Löwen. Jeder hat unsere Nachricht gesehen. Meine Nachricht. Ich musste ihn töten nach allem, was er mir angetan hat. Die Leute gehen auf die Straße, Mann. Aufstände, wohin man schaut, Baby. Ich wollte ihnen nur zeigen, dass wir noch nicht am Ende sind. Wir haben es ohne Walker geschafft. Hab 5 Jahre lang gewartet. Aber dann habe ich den Hurensohn endlich erwischt. Zeit für eine verdammte Party. Ich will dir was sagen, Dana. Du bist eine verfluchte, verrückte Frau. Aber du weißt, was zu tun Danke. Ist. Was habt ihr getan? Ihr feiert also? Scheiße, ja, Doc. Hast du gesehen, was passiert ist? Sie vergasen die Stadt. Ein Luftschiff versprüht das Gas überall. Andere stehen bereit. Das wird alle töten. Was? Diese Luftschiffe, bist du sicher? Simpson hat dich gewarnt. Warum wartest du nicht? Das ist nicht Jacks Schuld. Ihr verdammt uns alle. Warum habe ich euch dabei geholfen? Ich weiß nicht, wer bin ich denn noch? Hey Doc, woher hätten wir das wissen sollen? Ich kann den Menschen helfen. Leben retten. Das ist alles, was ich je tun wollte. Ich bin fertig mit euch. Sam, komm schon, Sam! Scheiße, wir müssen jetzt handeln. Okay, es muss schnell gehen. Wir zerstören die Luftschiffe, bevor sie die Stadt vergasen. Wir haben Raketen, lass sie uns benutzen. Ja, mit den Sam-Abschussgeräten. Verteilt sie in der Stadt. Die KVA sollte nicht wissen, dass wir sie haben. Wir werden die Luftschiffe zerstören, bevor sie reagieren können. Was denkst du, sollen wir uns aufteilen? Ja, jeder nimmt ein Abschussgerät. Komm schon, los geht's. Wir stellen ein Sam-Abschussgerät in der Polizeistation in Ashgate auf. Geh dort hin und übernimm das Kommando. Machen uns einen Strich durch die Rechnung. Wir müssen sie irgendwie beseitigen.
Vielleicht kann uns Crawford dabei helfen. Er ist uns ja noch was schuldig. Treffpunkt in seinem Apartment. Zur Rede stellen. Hey Brady, hilf mir mit der Tür. Oh, Parrish, scheiße. Bist du hier, um mich zu töten? Beruhige dich. Das sollte nicht passieren, das wollte ich nicht. Ich brauche Informationen über die Duster. Sie schleifen Leute auf die Straße und richten sie hin. Collaborators. Du hast uns verraten. Sie haben mich dazu gezwungen. Ich hatte keine Wahl. Sie wussten alles, verdammte Scheiße. Sie hatten mich bei den Eiern. Ich musste es tun. Von wo aus werden die Duster gesteuert? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Scheiße, es ist so viel passiert. So viele Pläne. Sie hatten die komplette Kontrolle. Denk nach, Crawford. Ersten wird bereits vergast. Verdammte Ratten, sie kommen. Konzentration. Ich will helfen. Sag mir, wie ich die Duster deaktivieren kann, Crawford. Schaff mich aus der Stadt, ja? Nimm mich gefangen. Du könntest mich vor der Meute beschützen. Ich will nicht sterben. Bitte! Okay. Ich bring dich in Sicherheit. Ich verspreche es. Die Duster werden von einem Kontrollturm in der Independence Hall gesteuert. Independence Hall? Es tut mir alles so leid. Tja, mir tut's auch leid. Warte! Nimmst du mich mit? Du bist doch nicht alleingestellt. Sie haben mich gezwungen! Du hast deine Wahl getroffen. Ich überlasse ihn jetzt dir, Brady. Er macht mich krank. Parrish? Fick dich! Glaubst du, dieses Land gehört dir? Wir waren nicht als erstes hier. Jeder wird ersetzt. Die KVA ist stärker als du! Hau ab! Okay, neuer Plan. Wir müssen zur Independence Hall und diesen Drohnenkontrollturm finden. Ich stelle ein Team zusammen. Brady, du sorgst dafür, dass unsere Abschussgeräte in der roten Zone in Stellung gebracht werden und gesichert sind. Ohne unsere Sams hat es keinen Sinn, die Duster zu zerstören.
Brady, die SAM-Abschussgeräte sind bereit. Schließ dich dem Konvoi an und führe sie zu ihren Einsatzzonen. Okay, unsere Eskorte ist angekommen. Los, los! Haltet Ausschau nach Nox! Auch wenn das eine verlassene Zone ist. Es ist hier viel zu ruhig. Vielleicht haben sie schon den Schwanz eingezogen und sind aus Philly abgehauen. Ja, klar. Und die KVA hat Amerika einfach so die Schulden erlassen. Seid mal leise. Wir müssen hier einen Job erledigen. Sicher. Wir übernehmen ab jetzt. Gute Arbeit, Brady. Das erste Abschussgerät ist stationiert und gesichert. Zieh mit dem Konvoi weiter und sorge dafür, dass auch das zweite Abschussgerät das Ziel erreicht. Es müssen beide bereit sein, wenn wir das durchziehen wollen. Bin ich froh, dass wir uns um die Nord-Luftschiffe kümmern. KVA-Verstärkung im Anmarsch! Sichert die Abschussgeräte.
Sam-Abschlussgeräte sind in Position und gesichert. Gut gemacht, Brady. Ich sag Parrish, dass er loslegen kann. Du solltest zu ihm gehen und ihn bei seinem Vorstoß unterstützen. Brady, hier spricht Parrish. Wir greifen jetzt die Independence Hall an. Entweder schaffen wir es zum Duster-Kontrollturm oder sterben bei dem Versuch. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Lass uns loslegen! Diese Duster aus. Jetzt liegt es an dir. Parrish, Brady, liegt noch jemand? Bereit, uns läuft die Zeit davon. Wir können die Raketen nicht abschießen, die Duster sind im Weg. Los!
Miss Brady? Die Unabhängigkeit wiedergeboren und der Kampf, sie aufrechtzuerhalten, hat begonnen. Thank you.
Thank you.